Ich möchte dich recht herzlich begrüßen auf Podcast. Wir sind überzeugt, dass auch genau diese Predigt zu dir wird reden. Darum tue dein Herz auf für das, was Gott auch gerade heute Morgen zu dir will sagen. Geben wir all denen noch immer den Podcast zu schauen, einen recht herzlichen Applaus. Über das Thema, das ich heute Morgen reden möchte, ist sichtbarer Glauben. Wenn wir auch Ferien haben, Tandl und ich, dann probieren wir die in den Ferien mal eine andere Kirche zu besuchen. Wir wollen dort manchmal über den Tauerrand raus schauen. Und sind die so wunder, wie machen es die verschiedenen Kirchen auch im Emmental. So sind wir auch wieder in den Sommerferien richtig zur anderen Kirche gefahren. Ich will sagen, woher, aber das lassen wir jetzt, ist ja gleich. Wir sind einfach in eine andere Kirche gefahren. Gut, und dort ankommen, braucht es ja immer die Entscheidung, wo ich mich wirklich entscheide dafür und sage, wenn ich hier reingehe, will ich mich nicht ablenken von dem, was ich nicht so mache, wie ich es machen würde. Ich will mich nicht ablenken von dem, was vielleicht mir etwas komisch oder speziell überkommt. Ich will mich auch nicht ablenken von all dem, was anders ist, sondern ich sage immer zu mir selbst, wenn ich in eine andere Kirche gehe, ich will heute Gott begegnen. Weil Gott ist genau gleich dort, wie er auch bei uns ist. Und Gott wird auch genau gleich dort zu mir reden, wie auch hier in der Kirche. Dann gehe ich immer mit der offenen Haltung rein. Und dann, wenn wir so in eine andere Kirche gehen, dann gehen wir die Augen ganz schnell rein, so dass es niemand kennt. Und gehen zu hinterst hinten uns schön brav verstecken. Das haben wir so diesen Sonntag gemacht, in den Ferien. Wir sind in die Kirche, sind hingereichen, schön abgehöckelt, haben mit den Leuten geredet, links und rechts, sind herzlich willkommen worden. Dann ist es losgegangen, guter Worship, Predigt, und Gott ist da gewesen. Und dann hat es so einen Teil gegeben, das war ganz lustig. Dann hat der Prediger aufgerufen dazu, dass wir während dem Worship für gewisse Anliegen, gerade als ganze Kirche, miteinander sollen beten. Ich dachte, das ist gut, ich werde mithelfen, beten. Und dann plötzlich sagt er, aber wir tun nicht für uns leise beten, sondern wir tun ganz, ganz laut gerade alle miteinander durcheinander beten. Und das habe ich nicht so gerne. Aber ich habe mich dann entschieden, ich mich unterordnen, ich tue das machen, und der Prediger sagt, du hast dann ganz, ganz laut in meinem Herz betet und gemurmelt etwas. Vor mich ein bisschen hergemurmelt, ich habe nicht gewusst, links und rechts habe meine laute, prägnante Stimme gehört, weil ich habe alle übertönt da drin, oder? Gut. Aber während dem Gebet war es ganz spannend. Eigentlich in einem Moment, wo mir nicht so wohl war. Aber weil ich mich entschieden habe, mein Herz aufzutun, ist mir Gott begegnet. Und ich hatte wirklich ein Bild, wo Gott in mein Leben hat. Ich hatte so einen Eindruck in meinem inneren Auge, wo Gott mir direkt etwas für mich wie parat hatte und mir wollte sagen. Was wollte ich damit sagen? Schau, egal wo wir sind, egal jeden Tag von Neuem, können wir erleben, wenn wir wollen, wie Gott zu uns redet. Weil Gott will reden. Jeden Tag von Neuem hat Gott etwas parat für uns. Das kann etwas Kleines sein, etwas Unscheinbares am Anfang, das sich zu etwas Grossem entwickeln kann. Es kann aber etwas Grosses sein, etwas Spektakuläres, das Gott dir sagen will und dir weitergeben will. Doch die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, haben wir den Glauben und sind wir bereit, uns auf das einzulassen, was uns Gott jeden Tag von Neuem zeigen will? Wollen wir Gott hören? Wollen wir jeden Tag von Neuem oder wenn wir in die Kirche gehen und den Gott anbeten, wollen wir überhaupt Gott begegnen? Wollen wir Gott erleben, erkennen und auch erfahren in unserem Leben? Oder ist unser Herz zu, sodass Gott gar nicht uns begegnen kann? Folgende Geschichte hat mir vor x Jahren dazu geholfen, mit einer lernbereiten Haltung durchs Leben zu gehen. Es ist die Geschichte von Sam Walton. Der Sam Walton, in dem seine Biografie gelesen, ist der Gründer von einer der grössten Supermarktketten in Amerika. Und ich habe gelesen, dass er eines Tages mit einem Leiter aus seiner Geschäftsleitung raus in einen Laden vor Konkurrenz gegangen ist. Sie sind dort her, in diesen Laden. Dann sagt er zu seinem Leiter, lass uns die Tümernis teilen. Etwa eine Stunde, zwei. Gehen wir durch diesen Laden durch. Du schaust alles an und dann treffen wir uns wieder. So haben sie es gemacht. Nach einer Stunde, zwei haben sie sich wieder getroffen beim Eingang. Und der Sam schaut den Leiter mit leuchtenden Augen an und sagt, und? Und dann sagt der andere, Sam, ganz easy. Wir müssen uns nicht fürchten vor diesem Laden. Die haben nicht so einen sauberen Boden wie wir. Die haben nicht so liebe Leute wie wir. Die haben nicht so ein gutes Licht wie bei uns. Easy, peasy. Wir müssen nicht Angst haben. Das kommt gut. Das ist keine Konkurrenz für uns. Dann hat er den Sam angeschaut und der Sam hat nur so gemacht. Und hat dann mit einem Leuchten in den Augen zu und ihm gesagt, du,
bist in der Damenwaschabteilung gsi? Er sagt der andere, ja, ich bin auch schon durchgelaufen dort. Hast du die Gestell gesehen dort? Nein. Gang die Gestell schauen. Weil solche Gestell haben wir nicht. Wir haben nicht so gute Gestell wie sie. Gang unbedingt zurück. Du musst herausfinden, von wo sie die Gestell haben. Weil genau diese Gestell brauchen wir in unserem Laden auch. Und in die Geschichte so gehört habe, ich dachte, ja, ist krass. Wie oft gehe ich an einen neuen Ort her und sehe, was sie nicht so gut machen. Und sehe, was mir negativ auffällt. Und sehe, was man anders und besser für sie, also was sie anders und besser machen sollten. Statt, dass ich mit einer lernbereiten Haltung gehe. Und wie zu Gott sagen, Gott, ich bin parat für das, was du mir zeigen willst. Seine Biografie hat mich sehr berührt, weil es ist ein Mann ist mir dort begegnet, der immer, egal wo er war, gelehrt hat. Ich habe gelesen, dass er ein schwarzes Notizblöckchen immer im Hosensack hatte. Und war irgendwo unterwegs und hat irgendwo einen Laden gesehen, sei das eine Bäckerei, ein Supermarkt, ein Detailhandelsladen, ein riesengroßer Laden, was auch immer, hat er schnell angehalten, sogar in den Ferien, was natürlich seine Familie nicht immer geliebt hat, und hat gesagt, ich muss schnell schauen. Er ist reich, hat sein Notizblöckchen vorgenommen und ist schauen, was machen sie besser, was kann ich lernen und was kann ich mitnehmen, damit wir unseren Laden noch weiterbringen und noch besser machen können. Ich habe sogar gelesen, dass er manchmal zu den Leuten her ist und sie gefragt hat, wieso arbeitet ihr da? Seid ihr glücklich hier? Und wenn ja, warum? Warum seid ihr begeistert von eurem Arbeitsplatz? Was machen sie so gut? Und ich dachte, eigentlich sollten wir es im Glauben genau gleich machen. Wir sollten auch im Glauben mit so einer lernbereiten Haltung durchs Leben gehen. Statt dass wir schauen auf all das, was nicht rund läuft, sollten wir jeden Tag von neuem aufstehen und sagen, heute ist der Tag, den Gott gemacht hat. Und Gott wird Wunder tun. Gott ist da. Er will mich segnen. Und er hat so viel Gutes parat. Und ich bin parat für all das Geniale, was Gott mir heute zeigen will und weitergeben will. Wenn wir am Sonntag in die Kirche gehen, sollten wir mit einer offenen und lernbereiten Haltung in die Kirche kommen. Wir sollten herhocken und sagen, heute bin ich da und ich will Gott anbeten. Und dann stehen wir auf und dann singen wir dem Gott Lieder und wir reissen unser Herz auf und sagen zu Gott, Gott, ich bin parat. Ich bin, wer du sagst, dass ich bin und nicht, was all die Menschen sagen. Und ich will hören von dir. Ich will lernen von dir. Ich will mich berühren von dir. Ich will mich weiterführen. Ich will mich packen von dir, weil ich Glauben, unsere Entscheidung, unsere offene Haltung oder eben nicht, ist matchentscheidend, ob wir Gott erleben, jeden Tag von Neuem oder jeden Sonntag von Neuem. Kommen dann negative Gedanken in dein Leben? Zum Beispiel, wenn du den Tag startest und dann kommt irgendein so ein negativer Gedanke, der dir sagt, das kommt nicht gut, das läuft nicht gut, das kann nicht gut kommen, dann sollten wir statt, dass wir diesen Gedanken nachgeben, sollten wir sagen, stopp! Du hast nichts in meinem Leben zu suchen. Ich habe eine Mission. Und meine Mission ist, heute erleben, was Gott mir zeigen will. Und diese Mission verfolge ich. Oder bist du unterwegs, kommst in den Stau. Oder die Autos vor dir fahren nicht so schnell, wie sie eigentlich könnten fahren. Und du hast das Gefühl, sie sollten vielleicht noch ein bisschen schneller fahren. Und schützen dich eigentlich nur vor einem Radar, der weiter vor auf dich wartet. Aber das siehst du nicht. Und du wirst nervös, du wirst böse. Vielleicht, weil du den Zug verpasst. Oder dir jemand nicht freundlich Hallo sagt. Oder dein Ehepartner dir kein München gibt, bevor er zur Haustür ausgeht. Oder was auch immer. Wir erleben alle so viele Momente, wo wir abgelenkt werden könnten. Und dann müssten wir lernen, sagen, stopp, du hast nichts in meinem Leben zu suchen. Ich bin auf einer Mission. Ich will heute das Segen von Gott entdecken. Und ich lasse mich nicht ablenken. Ich lasse mir meine Freude von dir, Autofahrer, vor mir nicht rauben. Und ich lobe und preise den Gott. Ich habe ein bisschen länger Zeit im Auto, mit Gott zu reden. Danke, viel, viel mal fahrst du so langsam. Weil es könnte ja sein, dass ein Radar kommt davor. Und du schützt mich davor. Also ganz ehrlich, ich bin auch schon gefahren und habe das Tempo vergessen. Und jetzt gemacht, hast du schon erlebt? In so Momenten wärst du sehr dankbar. Es hat einen gehabt, der vielleicht 5 Stundenkilometer zu langsam vor dir gefahren wäre. Der hat es nämlich nicht gemacht. Ja, hättest du das Geld gespart. Gut, hättest du spenden können. Lassen wir das.
aber du kannst dich entscheiden. Kommst du am Sonntag in die Kirche? Kann es gut sein, dass Menschen dir begegnen, weil das ist eigentlich normal. Außer du bist daheim auf dem Livestream. Dann kann es gut sein, dass du alleine bist. Kann manchmal, je nach Haltung, wo du dich gerade im Moment befindest in deinem Leben oder Phase, auch gut sein, wenn du nicht zu viele Menschen siehst. Weil manchmal sind ja Menschen nicht nur positiv. Also bei uns in Kirche schon nicht, aber in anderen vielleicht oder so, oder anderen Orten, wo du hergehst. Vielleicht aber auch schon hier lebt. Dann kommst du in die Kirche und er sagt dir einen zu, du hast schon gehört, der letzte, neueste Tratsch von unserem Pastor oder von unserer Kirche oder von etwas, was seine Gutheit macht. Und dann denkst du, ah ja. Das stimmt. Das mache ich auch anders. Dann laufst du in Kader und dann siehst du irgendwo einen, den du schon mal siehst, der hat so einen schlechten Lohn. Und dann denkst du, ja, schlechter Lohn. Und dann willst du an deinen Platz hocken. Weil du bist seit 10 Jahren in dieser Kirche. Und du hast seit 10 Jahren herauseruiert, wo das der perfekte Platz ist vom Ton, vom Licht, von der Klimaanlage, wo der beste Windverhältnis ist, wo es nicht kalt ist, wo es nicht heiß ist, wo es einfach perfekt ist. Und dann kommst du dort her und er hockt jemand dort. Und du hast ihn noch nie gesehen. Und dann denkst du, was machst du da? Das ist mein Platz. Ich bin seit 10 Jahren hier. Ich habe mit meiner Spende und mit meinem Zehnt, den hast du schon lange gezahlt. Das ist mir. Was machst du denn? Dann solltest du dann sagen, stopp! Das hat alles nichts zu suchen in mir. All die negativen Gedanken, all die Menschen, die nicht glücklich sind, all die Menschen, die nicht happy sind, haben mir nichts zu sagen. Warum? Weil ich euch kille. Für was? Für Gott zu begegnen. Und heute ist der Tag, den der Herr hat gemacht. Und Gott wird mir da begegnen. Weil ich werde Gott anbeten, ich werde Gott ehren, ich werde Gott priorisieren. Und wir lesen in der Bibel alle Menschen, die Gott ehren, die Gott gewichten, wird Gott alles zu ihrem Besten dienen. Und ich will heute Gott begegnen. Und Gott kann mir etwas aufzeigen, Gott kann mir etwas weitergeben, Gott kann mich heilen, Gott kann mich erfrischen, Gott kann mich ermutigen. Und ich will mir das nicht nehmen. Ich gehe mit einer offenen Haltung in die Kirche, weil ich weiss, heute ist Gott da. Und wenn wir das schaffen, immer wieder den Fokus und die Lernbereitschaft zu behalten und die Offenheit zu behalten, dann bin ich überzeugt, das ist Glauben, der sichtbar wird. Oder anders gesagt, wir zeigen unseren sichtbaren Glauben und wir zeigen Gott, ich bin ready für die Wunder, die du was tust. Das lesen wir auch in der Geschichte aus der Bibel. Wir lesen dort, wie der Paulus am Predigen ist. Und ich habe auch schon ein bisschen, wenn ich den Paulus untersucht habe, der Paulus hat nicht nur, habe ich das Gefühl, kurz predigt. Weil ich habe in einer anderen Geschichte gelesen, dass während dem Predigen von Paulus auch schon einer eingeschlafen ist. Also es kann auch sein, dass er einfach müde war, aber es kann auch sein, dass es wirklich lang gegangen ist. Wir wissen auch von Paulus, das war ein sehr intellektueller, gestudierter Mann. Und er hat sicher auch sehr komplexe, komplizierte, sehr vielschichtige Sätze und Aussagen können machen können. So geht es mir manchmal, wenn ich in den Briefen lese. Ich verstehe nicht immer alles. Lassen wir das. Er war ein Prediger. Und während dem Predigen passiert etwas. Und was lesen wir hier? In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könnte geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Also wir lesen hier, der Paulus ist ein Prediger, er ist ein Prediger und er ist ein Prediger. Und irgendwann während dem Predigen wird er still und schaut ihn an. Und schaut einfach an. Okay? Einfach so während dem Predigen. Er unterbricht die Predigt und dann fällt ihm der Glaube von diesem Mann auf. Er sieht seine ganze Präsenz, seine ganze Haltung, wie der Mann in diesem Gottesdienst hockt, wie der Mann ihn anschaut, wie er parat ist, dass der Mann ready ist für eine Heilung. Und er tut er seine Predigt unterbrechen und sagt, im Namen von Jesus, stang auf, du bist geheilt. Als ich die Geschichte gelesen habe, ist mir der Schreck in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Schreck kennt. Das ist so ein Animationsfilm von einem grünen Monster, der eigentlich lieb ist und nicht böse ist. Aber alle meinen, es sei böse. Egal. Und es geht um die Märli-Figuren retten vor einem bösen König, der die Märli-Figuren eingespliesst. Gut. Und der Schreck hat eine Mission. Er braucht freiwillige Märli-Figuren für die anderen zu retten. Und wie das geht und wie viel das sich leidenschaftlich für die Mission melden, sehen wir hier. Ich liebe den Jesus.
weil er ist so cool. Der Schreck sagt, will irgendeiner kommen? Und er sagt, pick me, nimm mich, ich bin parat. Und genau so sollten wir eigentlich einen Tag starten. Jeden Tag von neuem dürfen wir sagen, Gott, nimm mich, ich bin parat für all die Wunder, die du bist, was du tust. Ich bin parat für ein Segen, das du mir schenken willst. Im Gegensatz, aber jetzt zum Esel, gehen wir nochmal zu dem Gelähmten, sehen wir, dass der Gelähmte nicht einmal gerettet hat. Schon um anhand von seiner Haltung hat er Paulus erkannt, der Mann ist ready. Wir lesen hier, Paulus blickte ihn aufmerksam an und hat gemerkt, Pum! Puh, ich will sagen, nicht Pum. Pum geht nicht. Puh, der ist parat. Der will das Wunder erleben. Und als er merkte, dass das gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könnte geheilt werden, hat er ihn mitten während der Predigt einfach geheilt. Und ich habe mich dann so gefragt, sieht Gott in unserer Haltung, dass wir Wunder erleben wollen? Sieht Gott jeden Tag von Neuem, dass wir bereit sind für all das Segen, was er uns schenken will? Sieht Gott in unserer Haltung, wenn wir in eine Predigt gehen, in einen Gottesdienst, einen Livestream schauen oder einen Podcast schauen, dass wir bereit sind für all die Wunder, die Gott uns eigentlich durch die Predigt oder durch diese Begegnung oder an diesem neuen Tag schenken will? Sieht Gott, dass wir bereit sind? Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Besuch von einer grossen Kirche in Amerika. Wir sagen dem Omega Church. Es war eine Kirche vor über 20 Jahren, als ich das erste Mal so in einer grossen Kirche war, von über 3'000 Gottesdienstbesucher im Promau. Es war eine Kirche über 20'000 Leute, die jetzt Gottesdienste hatten. Es sind die Leute, die können bepredigen. Gut, und dann können sie ein Gotteserlebnis machen, so würde man sagen. Gut, und und wir hatten dort eine Konferenz vom Theologiestudium aus, und ich weiss noch, als wäre es gestern gewesen, bei der in diesem grossen Saal. Und das war für mich riesengross gewesen. Weil ich mich verstehe, für einen Emmentaler sind mehr als 20 Leute viel. Und es waren ganz viele gewesen. Und ich bin dort dicht und ich dachte, das kommt nicht gut. Ich verlaufe mich, ich gehe unter, was auch immer, ganz viele Menschen. Und dann, als ich in diesen Saal bin, ich kam, habe ich eine Präsenz von Gott gespürt, wie ich es vorher in der Kirche noch nie gespürt habe. Und dann ist etwas passiert in meinem Herz. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, oh, jetzt tue ich mein Herz auf. Obwohl ich eigentlich vorher gesagt habe, ich gehe einfach in die Konferenz für die hinter mich bringen, weil es eine gebige Sache ist, ein paar Credits für mein Studium. Punkt zu bekommen, habe ich mich dort entschieden, jetzt suche ich mein Herz auf. Und ich will herausfinden, warum ist die Kirche so? Warum ist Gott so präsent? Und warum segnet Gott die Kirche so fest? Und ich weiss noch, in dieser Woche hat Gott ganz, ganz viel bewegt in mir. Er hat zu mir geredet, er hat mir viel aufgezeigt und er hat mich weitergeführt. Und er hat dann eigentlich auch die Vision in mein Herz gelegt, hier im Emmental so eine Kirche anfangen zu gründen. Aber ich habe mir im Nachhinein überlegt, was wäre passiert, wenn ich nicht wieder Esu dort aufgekumpelt wäre und gesagt, pick me, Gott, ich bin parat, ich will dir leben. Was wäre passiert, wenn mich stattdessen von der Menge hätte ablenken lassen? Wenn mich vielleicht von dem amerikanischen positiven Gerede hätte ablenken lassen? Oder vielleicht von dem übertreiten hätte ablenken lassen? Oder vielleicht von der Klimaanlage, die so surrelt schon. Das habe ich zwar eigentlich sehr geliebt, so zzzz. Dann ist so schön ein Lüftchen gekommen, es war schön kühl. Aber ich konnte mich auch ablenken von dem. Und ich habe mir dann überlegt, wie manchmal lassen wir uns von Nebensächlichkeiten ablenken und hören eigentlich Gott nicht mehr. Und können nicht mehr erleben, wie Gott uns weiterführen will. Darum möchte ich uns ermutigen, gehen wir doch immer wieder mit einer offenen Haltung, egal durch den Tag oder in eine Kirche, weil Gott ist da und Gott will und wird reden. Ich muss mich noch besinnen, eine Begebenheit während dieser Konferenz, da ist ein dunkelhäutiger Prediger reden, und das war ein ehemaliger Footballspieler. Und ihr wisst, wie Footballspieler aussehen, so wie ich. Einfach ein bisschen breiter noch. Gut, das war ein bisschen breiter, ganz wenig und gross wie ich. Und dann kam auf die Bühne und hat er, bevor er da von Predigen hat er zu uns im Publikum gesagt, jetzt muss ich zuerst etwas sagen, ihr seid alle weiss hier und ihr seid langweilig. Und ich dachte, hä? Was, wir sind langweilig? Er sagt, ja, er tut viel auch Predigen in weissen Gemeinden, aber die sind einfach langweilig. Die tun nicht reagieren.
Die hören einfach zu. Und er will die Kultur akzeptieren, aber er sei sich gewarnt, dass die Leute reagieren, wenn er redet. Und darum haben ein paar Kollegen aus seiner Kirche mitgenommen, die sind jetzt verteilt, im ganzen Saal soll er niederklopfen. Und dann ist das losgegangen, hat er angefangen zu predigen, plötzlich irgendwo rechts hinten von mir ist einer aufgestanden und gesagt, «Preach it, Bro!» Und ich so, «Hahaha, lass mich im Leben, gell?» Gut. Und dann ist links von mir einer aufgestanden und gesagt, «Amen! Amen!» Und ist wieder abgehockt. Dann ist wieder einer aufgestanden und gesagt, «Amen! Amen! Preach it, Bro!» Und dann sind wieder andere aufgestanden und das ist zu hergegangen wie im Beinhaus, oder? Auf, ab, gehockt, die Schlange eingeschrauben, dreipägt und dann ist in eine Fahrt gekommen. Und ganz ehrlich, ich weiss sogar noch, was er predigt hat. Aber das Spannende war, mich hat es fasziniert. Weil die Menschen haben damit gezeigt, ich bin parat für das Wort von Gott. Ich bin offen für das, was Gott tun will. Schau, ich sage jetzt ganz ehrlich nicht, fällt das an hier, weil ich wäre überfordert. Wir sind Schweizer, ich weiss das. Aber wenn wir wieder zurück zum Gelähmten gehen, der Mann, der nicht konnte laufen, der hat nicht einmal etwas gesagt. Er hat mit seinem ganzen Herz gezeigt, ich bin parat. Ich bin ready. Gott tue ein Wunder. Und ja, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gesagt, manchmal gar nicht viel mit unseren Worten zu tun, sondern mit unserem Herz. Mit was für einer Haltung stehen wir auf und gehen in den Tag? Mit was für einer Haltung kommen wir am Sonntag hier zu killen? Kommen wir mit der Haltung und sagen, ich bin parat für das Wort von Gott? Oder kommen wir mit einem zuen Herz? Und wir müssen zuerst überzeugt, überschnurrt, über irgendwo gewonnen werden, für das dann vielleicht irgendwo ein Brösmeli von der Gunst von Gott unser Herz reinfallen kann. Schau, ganz ehrlich, es braucht nicht ein Aufstehen oder ein Amen, es braucht eine offene Haltung und Gott wird Wunder tun. Die Frage ist nicht, ob Gott ein Wunder tun will oder nicht, sondern die Frage heute Morgen ist, bin ich parat? Bin ich offen für ein Wunder? Vielleicht noch eine andere Geschichte, die wir auch erlebt haben. Timmy und ich waren mal in einer anderen Kirche. Da kam so ein Dunkelhäutiger predigen. Der war wirklich auch so parat. Und so wirklich parat. Und der hat geschwitzt, sage ich euch. Der hat das Tüchel schon mit auf die Bühne genommen. Und der hat gesungen auf der Bühne. Und der hat predigt. Und der ist in eine Fahrt gekommen. Alpo, das Tüchel Hammer sagen, dass sein Anzug so viel Pflotsch nass ist vom Schweiß, dass man den gar nicht mehr waschen kann und man einfach fortschießt. Das habe ich mir sagen. Gut, aber er war so leidenschaftlich auf dieser Bühne, dass ich etwas habe beobachtet, was ich noch erlebt habe. Weil, wenn die Leute gefunden haben, das ist jetzt ganz gut, was er sagt, was das die gemacht haben. Die sind aufgestanden und haben geklatscht während der Predigt und haben reingerufen während der Predigt. Das alles wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn wir nicht in der vordersten Reihe gehockt wären. Dass sie können bleiben hocken. Wenn alle links und rechts von dir aufstehen. Und dann, der Timmy und ich, wir hatten so einen Stress. Immer wieder zu schauen. Jetzt steh sie auf! Komm, Timmy, sie steh auf! Dann wieder klatschen. Ah, sie hocken wieder. Dann sind wieder gehockt. Dann wieder. Und gell, was noch dazu kam, der hat uns dann manchmal schon so böse angeschaut. Der war so in einem Feuer drin. Der ist auch eine Bühnenrandkante für den Kotter. Und dann hat er das Publikum reingeschaut. Und dann hat er immer mehr angeschaut. Ich weiss auch nicht warum. Aber der Punkt war, ich habe eine Offenheit gesehen. Bei diesen Leuten. Und ich habe gemerkt, das ist ein Schlüssel. Es ist nicht das Amen, es ist nicht Aufstehen, es ist das Herz, das entscheidend ist. Und wie schon gesagt, Gott will Wunder tun. Aber es ist nicht Gott, der die Wunder nicht tut, sondern es ist unsere Haltung, die die Wunder von unserem Gott im Himmel verbaut. Darum ermutige ich dich, entwickle wieder einen sichtbaren Glauben, wo du durch deine Haltung oder dein Stasi oder deine ganze Präsenz zu all dem, was dich ablenken will, sagst, stopp! Ich bin heute in der Kirche und ich will Gott begegnen. Ich bin heute aufgestanden und es ist ein guter Tag. Gott hat Wunder parat. Lass nicht zu, dass deine Logik, dein Intellektuell, dein Denken, deine Umstände, dein schlechte Reden oder das schlechte Reden von anderen, die du hörst, kritische Stimmen oder Religiosität, die nur das Perfekte will, dich ausbremst in deinem Leben. Und du schlussendlich all die Wunder, was das Geniale von unserem Gott im Himmel nicht erlebst, weil du ein zuniges Herz hast. Das sehen wir eigentlich auch bei Jesus. Jesus ist ja von Dorf zu Dorf gezogen. Egal wo Jesus war,
ist er den Menschen begegnet. Er hat Menschen geheilt. Menschen haben ihn berührt und sind geheilt worden. Er hat zu den Menschen geredet. Sie haben Ermutigung gefunden. Sie haben Hoffnung gefunden. Sie haben ihr Leben verändert. Sie haben Jesus angefangen nachzufolgen. Sie haben ihr Herz angefangen zu verändern. Sie sind bessere Ehemänner und Ehefrauen geworden. Sie sind bessere Väter und Mütter geworden. Sie sind bessere Arbeitnehmer und Arbeitgeber geworden. Sie haben ihr Leben angefangen zu verändern. Nur durch das, dass sie Jesus haben gesehen. Aber wenn wir in die Bibel eintauchen, sehen wir eigentlich, dass Jesus Wunder tun konnte, hat es immer eine Grundstimmung von der Masse gebraucht. Und die Grundstimmung war eine Erwartungshaltung. Es war eine Offenheit. Es war Glauben. Es war die Grundstimmung, die da war, von den Menschen, nicht von jedem, aber von den meisten Menschen, die gesagt haben, Jesus kann Wunder tun. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Jesus eigentlich fast überall, wo er war, Wunder hat da, ausser an einem Ort nicht. Und das lesen wir hier. Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Eigentlich ganz gute Fragen. Sie waren offen. Von wo kommt das? Von wo hat er die Autorität? Und dann lesen wir, wie oftmals schon nur eine weitere Frage, eine falsche Frage in unserem Leben, die Wunder, die Gott für uns parat hat, verbauen. Nicht, weil sie Gott nicht wehtun, sondern weil sie Gott nicht kann tun. Wir lesen nämlich nach dieser Frage, sagen sie plötzlich, ist er denn nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simeon. Leben nicht auch seine Schwestern unter uns? Ist es nicht der Sohn von dieser Frau, die schwanger ist worden, bevor sie geheiratet haben? Ja, das ist der. Ja, das ist der, weil ich habe noch geschlägelt mit dem auf dem Pausenplatz. Ja, das ist der, wo mir das Zünni nicht geteilt hat mit mir. Also ich bin ganz fest überzeugt, Jesus hat sein Zünni sicher geteilt mit ihm. Aber manchmal nehmen wir ja Sachen an, die gar nicht so waren. Und wir haben das Gefühl, es ist ja so gewesen. Und wenn wir zurückgehen, merken wir, es ist ja gar nicht so gewesen. Und darum hat er das Gefühl gehabt, es ist ja so. Lassen wir das. Aber der Punkt ist, sie haben angefangen, eine Kritik, den negativen Umständen Raum geben. Und dann lesen wir ganz etwas Spannendes. So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Und jetzt kommt der Clou, er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er hat nicht können. Ganz sicher bin ich überzeugt, Jesus wollte Wunder tun. Aber er konnte nicht. Weil die Menschen nicht parat waren. Nicht offen waren. Nicht wollten erleben, wie Jesus Wunder tut. Weil sie sich ablenken von ihren Umständen. Und ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, auch wir sind manchmal so schnell in Gefahr und lassen uns ablenken. Es kann zum Beispiel sein, dass wir uns ablenken von unserer Vergangenheit. Von unserer Vergangenheit als Sünder. Wir haben Fehler gemacht in unserem Leben. Wir haben Beziehungen in Sand gesetzt. Wir haben Menschen verletzt. Wir haben uns selber verletzt. Dann lernen wir den Gott anfangen zu kennen. Und dann kann es gut sein, dass wir zu uns selber sagen, weisst du, Gott, ich glaube schon daran, dass du Wunder kannst tun. Ich glaube schon daran, dass du einen Plan hast. Aber bei mir geht das nicht mehr. Das ist vorbei. Ich bin so ein grosser Sünder. Ich habe so viel falsch gemacht. Aber wenn du dann leise bist und Gott wieder fast anfängst zu suchen, wirst du hören, wie Gott auch gerade heute Morgen oder der Podcast zu dir sagt, ich habe dir vergeben. Ich habe dir all deine Fehler vergeben. Von deiner Vergangenheit, von deiner Gegenwart und sogar von deiner Zukunft. Es ist nicht deine Leistung, die dich würdig macht, dass ich dich liebe, sondern es ist meine Gnade, die dich lieben will. Darum verbau es nicht. Auch wenn du Fehler hast gemacht, vergib dir selber. Such wieder den Gott und du wirst erleben, wie Gott dich wird berühren. Nicht, weil du alles gut hast gemacht, sondern weil Gott alles schon gemacht hat für dich. Es kann aber auch sein, dass Verletzungen aus der Vergangenheit uns ausbremsen und ablenken, zu erleben, wie Gott uns eigentlich begegnen will. Es können Verletzungen sein aus unserer Kindheit.
Es können Verletzungen sein, ja, von unserer Familie, vielleicht auch von unseren Eltern. Verletzungen auch von unserem Umfeld. Verletzungen aus der Kirche, wo wir vielleicht vorher dabei waren. Verletzungen von frommen Männern und Frauen, die uns zugeführt wurden. Verletzungen, wo wir Sachen probiert haben. Und es hat nicht geklappt, wir haben geglaubt und gebetet und es ist nicht gut gekommen. Und dann sagen wir, ich muss es nicht mehr probieren. Ich will nicht noch einmal eine Beziehung wagen. Ich will nicht noch einmal den Glauben wagen. Weil ich will nicht noch einmal enttäuscht werden. Und wenn du still bist, hörst du, wie Gott dazu ruft und sagt, lass die Verletzungen los. Ich habe dir vergeben, vergib auch. Vergib den Menschen in deinem Umfeld. Vergib den Menschen, die dich verletzt haben. Weil so wie ich dir vergeben habe, will ich, dass auch du vergisst. Und du wirst wieder sehen können, was ich für dich parat habe. Aber es kann auch sein, dass es manchmal die Falle vom Religiösen wegkommt. Das ist vor allem ein bisschen dann so, je länger wir unterwegs sind mit Gott und umso mehr wir schon erkennt und gesehen haben in der Bibel und das Gefühl haben, wir haben schon so viel begriffen und so viel verstanden und wir wissen schon so viel. Wenn wir wieder in die Bibel schauen, wer ist am meisten gestruggelt über Jesus? Es waren nicht die Einfältigen. Es waren nicht die Einfachen. Es waren die Schlauen, Religiösen und Studierten. Die sind gestruggelt, weil sie haben gesagt, Jesus, wir haben ein Bild von dir, wie du kommen musst. Wir haben eine Vorstellung, was du alles tun sollst. Und wenn du das nicht tust, dann bist du nicht der Sohn von Gott. Und oftmals kommen wir auch so in die Kirche. Wir sagen, wir haben ein Bild, wie Kirche sein muss. Wir haben ein Bild, wie Gott muss reden muss. Wir haben ein Bild, wie Gott sollte und müsste wirken. Und dann stockeln wir. Und wenn du dann dort still bist, sagt Gott zu dir, lass los. Lass deine Religiosität los. Lass deinen religiösen Geist los. Weil es wird nicht immer so laufen, wie du dir vorstellst. Es wird auch nicht immer so gehen, wie du dir ausgemalt hast. Aber etwas wird passieren. Nämlich dann, wenn du mir vertraust, werde ich dich führen. Wenn du wieder bedingungslos mir vertraust, werde ich dich weiterführen. Wenn du dich nicht mehr ablenken von all diesen Umständen, dann werde ich dich an deine Hand nehmen und dich zum nächsten Segen von deinem Leben führen. Ich will dich ermutigen, wieder einen sichtbaren Glauben in deinem Leben zu entwickeln. Lass dich nicht ablenken von Verletzungen, von Sünden, von deiner Religiosität. Lass dich nicht ablenken von Menschen oder von Umständen. Lass dich nicht ablenken davon, von Bildern oder Vorstellungen, die vielleicht jetzt nicht so sein, wie es eigentlich sein soll. Tu dir Segen nicht zu in deinem Leben, weil du dich an Nebensächlichkeiten festhaltest. Sondern fang wieder an zu erleben, wie Gott Wunder kann tun. Schau, die Frage ist nicht, ob Gott will, sondern die Frage ist, ob Gott kann. Kann Gott in deinem Leben dich weiterführen? Kann Gott dich Sünde für Sünde segnen? Weil du offen bist oder zu? Wenn dir ermutigen, start wieder den Tag mit der offenen Haltung und sag, heute ist der Tag, wo der Herr macht. Heute passieren Wunder. Gott ist da. Gott wird mich führen. Ich lasse mich nicht ablenken von dem, was läuft. Ich schaue vor auf meinen Gott. Und Gott wird mich segnen. Komm Sünde für Sünde in die Kirche. Und statt dass sie dich ablenken von all dem, was nicht so läuft, wie du daraus machst, sagst du, ich bin da, für Gott anzubeten. Ich stehe auf. Ich erhebe meinen Gott. Ich reisse mein Herz auf. Und wenn ich nicht Halleluja und Amen sage, in meinem Herz schreie ich es raus. Weil wir sind immer noch Schweizer. Aber wir können es rausschreien. Hier. Und sage, ich bin parat für die Wunder. Gott, bei mir kannst du Wunder tun. Pick me. Ich bin ready. Wenn du schon kannst, darfst du jetzt noch aufstehen. Beten für uns, dass wir gerade in der nächsten Wunder, in der nächsten Wunderwoche, in der nächsten Woche Wunder erleben können. Du bist da gewesen, du hast Gott priorisiert. Du hast gesagt, Gott, ich bin da. Ich priorisiere dich und ich will beten für dich und für mich, dass wir gerade in der nächsten Woche erleben, wie Gott da ist, wie Gott uns führt, wie Gott uns leitet und wie Gott uns zu all dem Genialen führt, was er schon lange für dich und mich vorbereitet hat. Ich will auch beten, dass wir den Mut finden, uns auf all das einzulassen, was Gott vorbereitet hat. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, bist du da, auch gerade heute Morgen. Und ich danke dir, hast du für jeden Einzelnen so viel Gutes parat. Ich danke dir, dass wir immer wieder uns entscheiden dürfen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen von dir Wunder erwarten. Wir wollen unseren Glauben zeigen. Und wir wollen durchs Leben gehen und sagen, Gott, ich will mich überraschen von dir. Wähl mich aus. Ich bin ready für ein Segen von nächsten Woche. Ich bin parat für all das Gute, das du tun willst. Ich will mich nicht mehr ablenken von meinen Umständen.
Vorstellungen, von kritischen Stimmen, von Menschen, von Aussagen, die irgendwo mich wegbringen wollen, von dem sagen, ich will wieder auf dich schauen. Und ich bin auch heute Morgen wieder parat für all das Gute, was du in der nächsten Woche schon vorbereitet hast für mich. Danke dir, gehst du vor mir, zeigst du mir den Weg. Ich danke dir, umgibst du mich auch mit deiner Nähe, mit deinen Ideen, mit deiner Kreativität. Und ich danke dir, auch gibst du mir den Mut, auf das zu hören. Ich danke dir, gibst du mir auch den Mut, dir nachzufolgen. Auch wenn es vielleicht manchmal Sachen sind, die ich nicht so weiss und mich vielleicht auch ein bisschen befremdet und nicht weiss, ob ich das jetzt soll, schenkst du mir den Mut, vielleicht manchmal auch den Schritt aus meiner Sicherheitszone rauszugehen. Danke dir, stützest du mir an den Rücken, gerade in diesen Momenten, in denen ich nicht mehr mache. Sie gerade dann noch darf, spüre, dass du da bist, dass ich auch dann den Mut habe, mich in deinen Armen oder in deinen Hängen einfach zu fallen. Ich danke dir auch, hast du Menschen parat, die nie ein Segen für sie sein können und die ein Segen für mich sein können. Merci vielmals. Amen. So genial hast du eingeschaltet. Wir wünschen und hoffen, dass auch gerade genau diese Celebration oder Predigt dir hilft, weiterzukommen in deinem Glauben und auch du kannst entdecken, was Gott noch alles parat hat für dich. Und wenn du merkst, dass du noch irgendwo gerne ein Gebet hättest, dann melde dich einfach. Wir dürfen von Herzen gerne für dich beten. Oder auch wenn du sonst Fragen hast, melde dich bei uns. Wir geben uns das Beste, um auch dir zu helfen, dass du deine Träume kannst entdecken kannst und auch du ein Segen für die Menschen in deinem Umfeld kannst werden. In diesem Sinne, bis gesegnet und hab's gut.